Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Rinderschinken. Wir haben hier ein falsches Filet verwendet. Zuerst werden Fett und Sehnen entfernt. Dann wird Salz und Natriumascorbat über das Fleisch gegeben und einmassiert. Die genauen Angaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Die Tasche, die ihr hier seht, haben wir noch weggeschnitten. Dann kommt das Stück in einen Vakuumbeutel und wird eingeschweißt. Das Fleisch kommt für 4 Wochen in den Kühlschrank und wird alle 2 bis 3 Tage gewendet. Die 4 Wochen sind rum und wir packen das Stück aus. Jetzt wird es mit lauwarmem Wasser ordentlich abgespült. Dann wird es trocken getupft und angeschlauft. Wir hängen es 2 Tage bei 18 Grad auf, bis die Oberfläche schön abgetrocknet ist. Dann kommt der Schinken in den Räucherschrank.
Wir räuchern kalt bei 20 Grad, 2x2 Stunden mit geringer Rauchdichte. Dann kann er raus und wir lassen ihn noch einen Tag bei Zimmertemperatur hängen. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Spitze. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.